Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 5050. Domian, im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Geschichten rund um den Mund. So heißt unser Thema heute Nacht. 10 Minuten sind wir hier im Radio alleine, dann kommt das Fernsehen dazu. Ja, über was können wir reden? Wir können reden über Dinge, die auf jeden Fall mit dem Mund in irgendeiner Weise zu tun haben. Über Krankheiten, über Sex, über Mundpiercing, über vielleicht Essen, ganz ungewöhnliche Formen des Essens. Das geht ja dann nun auch durch den Mund. Ich weiß nicht, es gibt sicher ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die ihr erzählen könntet. Wenn ihr erzählen wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de oder faxt unter 0800 220 5051. Gespannt bin ich jetzt auf den ersten, und der erste heißt Armin und der ist 33 Jahre alt. Den ersten Anrufer, hallo. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich habe ein altes Leiden. Ja, ein altes Leiden? Weil ich bin erst 33, ne? Ja. Und zwar habe ich festgestellt, dass wenn ich Obst esse, ja, und bekomme ich einen Ausschlag im Mund, also so kleine Bläschen. Ja. Und keiner konnte mir sagen, wo das herkommt. Ich weiß es. Na, es ist wahrscheinlich irgendeine Form von eine Allergie. Ja, das ist, den Weg bin ich auch schon gegangen. Das wär, so schlau warst du auch schon mal. Das wäre zu einfach. Ah ja. Nee, und dann habe ich auch mal vorstellt dann, ne? Ja. Wer hat das und woher, wo kommt das her? Sag mir erstmal, was für ein Obst das ist. Was kennst du an deutschem Obst? Ja, alles. Äpfel, Birnen, ja, Trauben, Kirschen, ja, Pfirsich, egal was. Pfirsich ist kein deutsches Obst. Ja, das ist ein 9-mal klug, nee, ist klar, aber wächst auch in unserem Gefilde, ne? Ja, also was heißt das jetzt? Alles Obst, oder? Alles, also nee, ich habe auch differenziert festgestellt, dass es Obst ist, das keine Schale hat. Also was nicht wie Banane oder so, was man irgendwie rauspellen kann, dann, ja, ja. Dann habe ich der Abweg war dann mein Weg, oder meine Vermutung war dann, dass es die Spritzmittel sein könnten. Ja. Dann habe ich die Schale beim Apfel, zum Beispiel den Apfel geschält, dann war es eine Zeit, also ganz sporadisch nur. Dann habe ich gedacht, ja, ich habe eine Lösung gefunden. Dann habe ich auch, weil der Apfel hat ja die besten Sachen, sitzen halt unter der Schale, mhm, und ist auch mühsam und lästig, wenn, mhm, du unterwegs bist, irgendwo einen Apfel zu schälen, da kommst du ja vorne. Ja. Und da habe ich festgestellt, habe ich auf Abwägen dann festgestellt, wenn ich das Obst intensiv waschen tue, ja, dann habe ich auch nur ganz sporadische Probleme. Ah, also ganz klar, es liegt an der Spritzerei. Wäre auch so, ja, und was macht man dann, ne? Zum Beispiel Trauben, wasch mal Trauben intensiv. Mhm, da. Ja. Ne, also, aber ist das jetzt das Ergebnis deiner Forschung? Ich denke, dass es in die Richtung ginge. Dann habe ich auch überlegt, oder man läuft dann mal zum Hausarzt. Mhm. Und man ist beim Zahnarzt und man ist bei den Apothekern und. Mhm. Und dann habe ich mal so meine Fühler ausgestreckt und da mal sensibilisiert, was so im Raum steht, ne? Ja. Und dann, ja, das ist ein Leiden und da gibt's eine Salbe dafür. Und dann, mhm, habe ich mir von mindestens 10 Apothekern was aufquatschen lassen. Ja. Und es ist aber nicht jetzt, dass ich jetzt sage, ich kriege jetzt das, die sind so kleine Bläschen, die brennen wie Feuer. Wie lange halten die an? Ist ganz unterschiedlich. Also ich denke, intensiv, also das Problem ist, wenn du das kriegst und das heilt wieder ab, ist kein Problem. Das ganze Handicap ist, dass die Dinger brennen wie Feuer. Ja, wie lange halten sie ungefähr an? So alle 2 Tage sind sie ganz unangenehm, ja, und du kannst, wenn sie so auf der Zunge zu machen, und es ist auch nicht definiert, wo sie sich wo die anfangen, ja, oder wo das ausbricht. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass du der Sache auf der Spur bist? Das ist ein oh. Ich habe heute sogar eine Lösung gefunden für mich. Nämlich? Ich habe, weil wenn man so irgendwo in einer Gesprächsrunde ist oder irgendwo, dann ist man ja sensibilisiert, wenn man so ein Leiden hat, ne? Dann ist ja alles, was ist die Lösung? Man an Input kriegen kann, nimmt man ja dann auf. Ja, was ist die Lösung? Ich komme mit klar, seit ich meine Zunge schabe. Ach, jetzt. Ah, und jetzt? Das ist ja interessant. Genau. Wie, seitdem du die Zunge schabst, ja, das befürworte ich übrigens auch sehr. Also, du kennst das? Ja, natürlich, das ist ein Weil Teil. Weil unser Körper ja probiert, nachts sich, ja, zu entgiften über die Atemwege. Genau, das ist ein Teil. Irgendwo im
Koordinatorgrunde mal aufgestanden. Das ist ein Teil guter Mundhygiene, nicht nur Zähne putzen, genau, sondern auch die Zunge säubern. So, seitdem du die Zunge säuberst, hast du diese Reaktion nicht mehr, wenn du Obst isst? Das Waschen behalte ich bei, weil das ist ja auch nichts Schlimmes und nichts Unanständiges, sondern, also seit ich die Zunge schabe, vorm Schlafen gehen, nach dem Schlafen gehen, habe ich so gut wie, also ganz selten habe ich noch das Problem. Sensationell. Ja, eben, aber sensationell. Mir konnte auch kein Arzt oder irgendwie sagen, ja? Doch, mir hat eine Zahnarzthelferin, eine Assistentin von einem Zahnarzt, die hat mir erzählt, ja, dass das irgendwie eine Vireninfekt ist. Der ist vererblich, der ist nicht übertragbar, das haben gut, verschiedene Menschen haben das. Verstehen tut man es ja sowieso nicht richtig. Das heißt, jetzt, nachdem du die Zunge säuberst, gibt es keine Reaktion mehr, wenn du Obst isst. Verstehen tue ich es nicht, aber wenn es so ist, ist es auch egal. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist scheinbar so. Also. Ja. Interessant. Das ist sicher ein guter Hinweis für Leute, die vielleicht Ähnliches haben, denn damit kann man nichts falsch machen. Im Gegenteil, man kann nur etwas gut machen. Ich habe auch probiert habe gedacht, es liegt an der Mundhygiene mit Zahnseide und Mundduschen. Ja, was und alles auch Mundspülung. Und also, ich finde, also wenn mir jemand zuguckt bei der Mundhygiene, denkt er auch. Gut, Armin, ich danke für deinen Anruf und schön, dass es dir jetzt besser geht. Jawohl, alles klar, ich danke. Tschüss. Geschichten rund um den Mund ist unser Thema heute und ich möchte mit euch reden über alles, was mit Mund zu tun hat, was ihr da erlebt habt oder was ihr erlebt, an schönen oder auch an weniger schönen Dingen. Jan, 25 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Jan. So, jetzt zu dir und deinem Mund oder dem Mund eines anderen Menschen vielleicht auch. Ja, nee, es geht schon um meinen Mund, ne? Mhm. Und es ist eine peinliche Sache, sage ich eigentlich mal. Ja. Es geht, wie man es aus der Kindheit kennt, ums Daumenduckeln. Ja. Also ich bin jetzt 25 Jahre alt und es ist bei mir so, dass das in bestimmten Stresssituationen immer wieder durchbricht, sage ich mal. Ja. Also das mag jetzt beruflich sein. Ja, aber das kannst du dann ja nicht in der beruflichen Situation machen, sondern musst ja heimlich dann machen. Was machst du beruflich? Ich bin beruflich Versicherungskaufmann. So, und wenn du jetzt in einer stressigen Kundensituation bist, kannst du ja nicht am Daumen nuckeln. Ja, gut, okay, das ist, also, wenn das in manchen Situationen durchbricht, probiere ich das natürlich irgendwie heimlich, wenn ich so in meinem Büro bin oder so. Ja, ja. Oder was auch immer, ne? Ja. Wie, so den ganzen Daumen in den Mund? Ja, ja. Ja, und so richtig klassisch schön nuckeln. So wie man es kennt, so von Kindergeschichten her, wie auch immer, ne? Ja, also in Stresssituationen und wann noch? Ja gut, also Stresssituation entweder jetzt beruflich oder wenn ich jetzt privat, sage ich mal, was weiß ich, wenn ich mit Kollegen unterwegs bin und dann, was weiß ich, wenn mir jetzt irgendeine Frau vorgestellt wird oder so. Ach so, dann auch. Dann also, auch, ja. Ja gut, das ist ja auch irgendwie in irgendeiner Weise eine Stresssituation. Es ist irgendwie auch Stress. Aber dir wird eine Frau vorgestellt. Ja. Oder du findest eine Frau irgendwie gut und versuchst mit der ins Gespräch zu kommen in der Disco oder sowas. Ja, ja. Gehst du dann mal schnell zwischendurch aufs Klo und nuckelst ein bisschen? Ja, so blöd es jetzt klingen mag, also das kommt vor, ja. Ja. Hat dich schon mal dabei jemand erwischt? Mich hat dabei schon mal ein Kollege erwischt und es war also recht peinlich, also muss ich echt sagen. Das glaube ich. Gerade in meinem Alter, ne? Das ist ja, ja. Man kennt es ja nicht so. Nee, ist eher selten in dem Alter. Hattest du schon mal eine Beziehung? Ich habe schon mal eine, die war nicht so lange jetzt. Ich habe schon mal eine gehabt, ja. Ja, und hast du es da verheimlicht in der Beziehung? Oder ja, na klar, freilich. Ach so, naja, so klar ist es nicht. Hättest du es ja auch offenbaren können. Weiß denn überhaupt jemand davon? Ein bester Freund oder so? Mein bester Freund weiß davon, ja. Und kannst du das auch entspannt in dessen Anwesenheit machen? Kannst du da nuckeln? Nee, also wenn jetzt jemand dabei ist oder so, kann ich das gar nicht. Gar nicht. Also es ist immer irgendwie, wenn dir unwohl ist, im Sinne von Stress. Du machst es nicht. Ja, du machst es nicht, wenn du so gemütlich abends vorm Fernseher sitzt, ein Bierchen und zwischendurch mal ein bisschen nuckeln. Das nicht. Nee, wenn ich jetzt ganz alleine bin oder so, dann habe ich das Bedürfnis nicht oder den Drang oder was auch immer, ne? Ja. Ich habe schon mal so eine Geschichte gehört, dass jemand sich das aus der Kindheit mitgenommen hat und gerne damit einschläft, weißt du? Mit dem Nuckeln. Aber das ist bei dir nicht der Fall. Nee, das ist eigentlich auch nicht der Fall, ne? Ist das für dich, stört dich das? Oder sagst du, okay, das ist halt so ein kleiner Tick bei mir, damit kann ich leben? Also mich stört es halt insofern, dass ich sage, ich bin da gesellschaftlich irgendwo eingeschränkt, ne? Ja gut, aber du machst es ja nicht zwanghaft. Du gehst ja immerhin dann noch zur Toilette und machst es da.
Ja, das schon, ja. Also zwanghaft in dem Sinn, dass ich meine, dass du es dann sofort in der Situation machen musst. So ist es ja nicht. Nee, es ist dann schon so, dass ich sagen kann, ich gehe dann noch irgendwo hin, aber das nimmt natürlich dann, gerade wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne oder so, nimmt das den Gesprächsfluss weg, so, ne? Also, interessant. Ich finde es psychologisch auch ganz interessant und würde gerne noch die Meinung von meinem Psychologen hinzuziehen, ja. wenn du einverstanden bist. Ja, na klar, gerne. Mein Psychologe heute Nacht heißt Johannes. Du legst auf und der Johannes ruft dich an. Alles klar. Okay, Jan. Okay, vielen Dank. Ne? Alles Gute. Tschüss. Alles klar, danke, ciao. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das Fernsehen kommt. Und diese paar Sekunden machen wir ein bisschen Musik. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch, die Fernsehzuschauer. Wir im Radio hier haben schon angefangen. Im Fernsehen gab es eine kleine Verspätung. Wir bitten, das zu entschuldigen. Aber dafür haben wir ja ein schönes und ungewöhnliches Thema heute Nacht. Das Thema heißt Geschichten rund um den Mund. Und folglich möchte ich gerne mit euch ausschließlich heute über Mund und Münder reden. Also was kann das sein? Das kann eine Krankheit sein. Das kann natürlich Sex sein, der irgendwie mit Mund zu tun hat. Es kann Essen sein. Essen geht ja, wird ja transportiert über den Mund, was ihr vielleicht an sehr ungewöhnlichen Sachen schon mal zu euch genommen habt oder gerne zu euch nehmt. Oder vielleicht habt ihr gar keinen Geschmackssinn. Das ist ja auch interessant, mit so jemandem zu reden. Egal, irgendwas. Ich weiß es nicht. Es gibt sicher ganz viele Möglichkeiten, eine Verbindung zum Mund herzustellen. Wenn ihr diese Verbindung seht bei euch in eurer Geschichte, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder faxt unter 0800 220 5051 oder mailt unter domian@wdr.de. Geschichten rund um den Mund. Und hier ist Lena. Und Lena ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Lena. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du mir erzählen wirst über den Mund. Ja, über deinen Mund? Nein, nicht über meinen Mund. Also es ist so, ich habe eine Macke, sag ich mal, die ist recht skurril. Ja. Und die hat sich in den letzten Jahren auch verstärkt und ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Es ist also so, dass ich den Anblick von oraler Zärtlichkeit oder Erotik, wie sehr häufig auch im Fernsehen praktiziert wird, überhaupt nicht ertragen kann. Das macht mich richtig aggressiv. Also, wir reden jetzt gar nicht über knallharte Sachen. Nein. Wir reden darüber, wenn jemand einfach nur ein bisschen Schmatzer auf den Mund kriegt. Ja, also ich sag mal, einen Schmatzer lasse ich noch gelten. Ne? Aber also, einen richtigen sahnigen Zungenkuss, genau, sag ich mal. Nein, das ist Folter für mich. Das kann ich nicht ertragen. Echt. Ehrlich? Ganz furchtbar. Also es gibt ja so Filme, meine Freundin hat mal einen Fehler gemacht und mir den Film gezeigt, wie hieß der, Eiskalte Engel. Ja. Und da ist wohl irgendwie so eine Szene, sie hat mich schon vorgewarnt und sagte, da kommt gleich eine Szene, wo sich zwei Frauen küssen. Ja. Und ich habe gedacht, naja, komm, so schlimm kann es nicht sein. Und es war so grauenhaft, dass ich weggeguckt habe. Das lag jetzt aber nicht daran, dass das zwei Frauen waren. Nein, also ich meine, ich denke, es ist noch schlimmer, wenn es zwei Frauen sind, aber ich kann es generell nicht leiden, auch wenn es ein Mann und eine Frau ist. Warum ist es dann noch schlimmer? Das ist ja interessant. Wenn du jetzt sagen würdest, es ist immer gleich ekelhaft für mich, warum ist es bei Frau, Frau oder vielleicht Mann, Mann für dich schlimmer als klassisch Mann, Frau? Ich denke, vielleicht weil die Lippen der Frauen noch dicker sind und so aufgeplustert, zum Teil so dick geschminkt und so wülstig und dann. So, ja, das kann ich echt überhaupt nicht leiden. Hast du in deinem Leben schon mal ein Porno gesehen? Nein. Nein. Na, dann, ich wollte jetzt mal fragen, ob du schon mal oralen Sex gesehen hast. Ja gut, das sag ich mal so angedeutet vielleicht, ne, in diesen Filmchen, aber jetzt einen richtig harten Porno habe ich noch nicht. Wie wäre das für dich? Stell es dir mal in den bösen Gedanken vor. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar, das heißt, du würdest wahrscheinlich krank werden davon. Ja, wahrscheinlich. Also es ist, man kann sagen, je langsamer
der Kuss ist. Also je, wenn Menschen schon, also zwei Menschen aufeinander schon zukommen und langsam den Mund schon öffnen, das ist schon zu viel für mich. Das kann ich nie haben. Weißt du, es ist sehr schade, dass jetzt hier niemand ist hier in meinem Kollegenkreis, mit dem ich mich küssen würde, wollen oder können. Das ist auch besser, dann hätte ich. Dann hätte ich das nämlich jetzt gerne mal vorgeführt, dann hätte ich mich mit demjenigen geküsst. Ja. Und du hättest dann Laute von dir geben müssen, wie du das gerade empfindest in dem Moment. Oh Gott, es hätte wahrscheinlich einen Knall gegeben, weil ich in dem Moment eine Flasche auf den Bildschirm geschmissen hätte. Lena, küsst du denn selbst gerne? Ja, was heißt gerne? Also das ist ja das Skurrile daran. Mich stört nur der Anblick. Also das Durchführen an sich ist mir egal. Also dass ich sag jetzt nicht, also das dürft ihr nicht machen oder so, sondern es geht rein um den Anblick. Ich kann das nicht mit ansehen. Wie ist denn das zu erklären? Ja, das weiß ich nicht. Die Frage, die stellen wir nochmal zur Seite. Ich muss nochmal weiterfragen. Mhm. Hast du einen Freund? Nein. Aber du hattest schon einen Freund? Nein. Nein? Nein. Noch nie? Nein. Du hattest auch noch nie Sex? Nein. Ha! Da kommt mal die Sache auf die Spur. Nein, aber das hat sich einfach nicht ergeben. Also nee, ganz im Ernst. Es gab noch keinen, du hast keinerlei erotischen Erfahrungen. Nein. Mhm. Das heißt, du hast ja selbst dann auch noch nicht geküsst. Ja, ich sag mal, was bezeichnet man als Kuss? Also mit 11, 12, das kann man ja nicht. Nee, das kann man nicht, nee. Aber ich sag mal so, in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren war noch keine Männerzunge in deinem Mund. Nein. Wäre dir das unangenehm, die Vorstellung? Nein, wenn ich den Mann liebe, dann nicht. Ja, ja. Das ist es, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das kommt für mich nicht in die Tüte, sondern das ist einfach, ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt ein Mann kommt und ich sage, ach, der ist toll und ja, man kommt sich dann näher, dass die Durchführung selber ist nicht schlimm, aber ich dürfte mich auf keinen Fall dabei selber sehen. Die Durchführung, wie sich das schon anhört, die Durchführung ist ja ganz okay, aber ich will es nicht sehen. Ja, so ungefähr. Ich kann es nicht sehen. Wie ist das denn aus, wenn du im Fernsehen andere erotische Szenen siehst, wo zwei nackt im Bett liegen und es vielleicht auch ein bisschen heftiger zugeht, was man so im Fernsehen auch sehen kann? Ist dir das egal oder auch unangenehm? Also ich sag mal, wenn das jetzt so richtig, sag mal so auf die harte Tour, ne, was weiß ich, wenn das jetzt so dargestellt wird, als ob die da jetzt, sag mal, irgendwie rumpfeffern oder so, das stört mich nicht. Also je langsamer das ist, und je intensiver das ist, also so langsam und intensiver Zungenkuss zum Beispiel, kann ich nicht ertragen. Ich hasse es, wenn Frauen sich zum Beispiel in diesen Telefonsex-Clips, die ja so nachts auch laufen, wenn man so da durchsetzt, da hasse ich das, wenn die sich den Finger schon in den Mund stecken und mit der Zunge sich so notgeil über die Lippen fahren. Ey, da kriege ich echt, also Mann, Lena, echt eine Folter. Nun hast du gerade am Anfang gesagt, wenn ich mich recht erinnere, dass das so in den letzten Jahren schlimmer geworden ist. Ja. Das heißt, früher war das gar nicht so, als du Jugendliche warst. Ja, also ich sag mal, da war das auch schon so, aber es ist mir vielleicht nicht so aufgefallen. Mhm. Ich habe mich da vielleicht nicht so mit beschäftigt. Ja. Jetzt in den letzten Jahren ist es einfach stärker geworden, aber das liegt vielleicht auch daran, dass die Präsenz im Fernsehen auch immer mehr wird. Das kann auch sein. Jetzt will ich noch mal bohren. Du sagst ja, dass du es letztendlich nicht erklären kannst. Nein, ich kann es nicht erklären. Aber es ist ein Ekel da, wenn du es siehst. Eine Aggression ist da. Gegen was? Auf was? Ja, das, wenn ich das wüsste. Also es ist einfach dieses, ja, ich kann es echt nicht beschreiben. Ich kann es wirklich nicht beschreiben, weil es konzentriert sich auch nur auf den Mund und die Zunge. Es ist zum Beispiel auch so, es gibt ja so eine Werbung von Magnum zum Beispiel. Ja. Also da habe ich mich selber über mich erschrocken. Es gibt so eine Werbung von Magnum und auch irgend so eine Joghurt-Werbung, wo halt direkt auf den Mund drauf gezeigt wird. So ein geschminkter Mund, der so ganz langsam genüsslich in dieses Eis reinbeißt. Selbst das ist mir schon, kann ich nicht haben. Und auch diese Joghurt-Werbung, also, wo man so langsam so einen Löffel da abschlägt. Ich glaube, Helena, ich bin ja, wie du weißt, kein Psychologe. Mhm. Dass jeder Psychologe jetzt sich die Finger reiben würde bei dem, was du sagst. Ja. Auch mit dem Hintergrund, dass du noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Ich mit meinem laienhaften Verstand würde jetzt mal ganz grob sagen, vielleicht gibt es da irgendwie, nur irgendwie doch einen Zusammenhang. Hm. Ich weiß es nicht. würde dich das interessieren? Würdest du mit meinem Psychologen dann noch ein paar Worte reden wollen? Ja, also vom Prinzip her, ich habe mich immer mal gefragt, woher das eigentlich kommt. Also ich kann auch drüber lachen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie denke, mein Gott. Klar, aber denkst du nicht auch drüber nach, wie kommt das, dass ich noch keine Erfahrung gesammelt habe? Ja, aber da, ja, schon, also, ja. Ich wüsste manchmal ja nicht aufregen. Drüber nach, aber irgendwo so kleine Antworten findet man doch schon manchmal. Dann denkt man hier drüber nach, da drüber nach. Aber ich denke, das hat irgendwie damit gar nichts zu tun. Kann sein. Also, wenn du es gern möchtest
ruft mein Psychologe dich gleich nochmal an und könnte ein bisschen fachsimpel vielleicht. Ja, vielleicht. Ja? Ja. Okay, dann machen wir das so. Alles. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Ja, ich dir auch. Tschüss, Lena. Ja, tschüss. Tschüss. Geschichten rund um den Mund. Was fällt euch dazu ein? Was ist mit eurem Mund los? Was habt ihr mit eurem Mund schon alles erlebt? An schönem, an traurigem vielleicht, an schmerzhaftem, an ekelhaftem, an erotischem oder auch mit anderen Mündern. Wir können ja auch über andere Münder reden, wie wir es gerade auch getan haben. Es muss ja nicht ausschließlich um euren Mund gehen. Der Mund. Der Mund ist unser Thema heute. Und hier ist Christian und Christian ist 21 Jahre alt. Hallo? Hallo? Ja, Christian. Grüß Gott. Ja, was hast du gemacht? Das klang gerade so, als hättest du da einen Pfropfen drauf gehabt auf dem Telefonhörer. Nein, ich bin bloß aus dem Zimmer durchgegangen, weil ich den Fernseher angehabt habe. Okay. Ja, genau. So, auch zu dem Thema, Geschichten rund um den Mund. Ja, genau. Und zwar, ich habe mir die Zunge spalten lassen. Mensch, das ist ja verrückt. Ich hatte ja vor einer Weile zum ersten Mal so einen Anrufer hier, der uns auch ein Bild noch gemailt hatte. Ja, wirklich? Ja, und seitdem kann ich mir das richtig vorstellen. Und dieses Bild sah für mich völlig schockierend aus. Es war ein richtiger Schnitt in der Zunge von mehreren Zentimetern. Ja, genau. 1,5 Zentimeter ist bei mir. In der Mitte. Hallo? Hallo? Ja, jetzt kriege ich gerade den Hinweis. Ich bekomme das Foto nochmal von dem Anrufer. Dankeschön. Von dem Anrufer vom 22. Oktober. Der hieß Björn. Kannst du uns im Fernsehen sehen im Moment? Nee, im Moment nicht. Ich sitze in einem anderen Raum. Geh doch mal nochmal in den Fernsehraum. Ich zeige mal dieses Foto und dann sagst du, ob das bei dir so ähnlich aussieht. Okay. Wobei dieses Foto vielleicht noch ein bisschen krasser ist, weil hier auch noch Piercings drin sind, rechts und links. Ja, ich hab auch Piercing drin. Du hast auch Piercing drin, ja. Kannst du es jetzt sehen, das Foto? Ja, ich sehe es. Ist das nicht Hammer? Ja, das ist bei mir, aber bei mir ist es nicht eher so breit, sondern eher länglich gezogen. Länglich gezogen? Ja. So. Okay, da kannst du jetzt wieder aus dem Fernsehraum rausgehen, wenn es da irgendwie nicht gut ist zu telefonieren. Wie viel Zentimeter ist die Zunge in der Mitte geschnitten? 1,5 Zentimeter. Ja, ist schon eine ganze Menge, ne? Für die Zunge ist es viel. Ja, das hat auch ziemlich wehgetan, muss ich sagen. Warum hast du das gemacht? Ne, das hat mich halt einfach inspiriert. Ich habe Marilyn Manson gesehen und so. Und der hat mich dann so inspiriert und naja, da habe ich mir gedacht, machst du das halt auch. Ich stell's mal im Moment noch hier hin, solange wir reden. Können die Zuschauer sich das angucken. Es tut irre weh. Ja, wenn man sich ja nur so ein bisschen beißt auf die Zunge beim Essen, geht man ja schon an die Decke. Oder wenn man mal so ein Bläschen an der Zunge hat man ja schon mal, wenn man irgendwie was Komisches gegessen hat. Wie lange dauert das, bis das verheilt ist? Naja, das hat so circa 4 bis 5 Wochen gedauert, bis es also überhaupt nicht mehr wehgetan hat. Das heißt, in dieser Zeit kann man doch dann gar nicht richtig essen, oder? Naja, eigentlich. Also nur für Suppe und so ein paar Wochen lang. Süppchen, ja. Schleim und sowas. Ja, genau. Das hast du alles in Kauf genommen für so ein Spleen. Ja, Standard. Und das Piercing, wie sitzt das bei dir genau? Hier auf dem Foto sieht man das ja so, dass rechts und links auf der... Ja, da ist es links und rechts, aber ich habe es genau da, wo der Schnitt zu Ende ist, hinter der Vernarbung an Ring und es zieht noch über die Narbung rüber. Ah ja. Ein Piercing, ein Knubbel. Ja, so an Ring. Ja, wie ist das denn? Ich hätte ja auch irre Angst, wenn ich mir sowas machen lassen würde, dass meine Geschmacksnerven Schaden davon tragen. Wie ist das? Kannst du richtig normal schmecken? Naja, das geht schon wieder. Also ich habe danach es hat hießen, ich darf nicht rauchen und so. Mhm. Aber ich habe dann nach ein paar Wochen also mal wieder einen Bon geraucht und es hat dann aber nicht mehr so gut geschmeckt wie vorher und so. Ja. Also das aber dann beim Essen und so, das ging dann nach ein paar Tagen wieder. Ja. Also ich finde, also Es hat sich eigentlich gelohnt, also weil Suppe schmeckt man sowieso nicht viel. Naja, oh ja, das auch nicht. Also eine schöne kräftige Suppe, da schmeckt man schon eine ganze Menge, finde ich. Naja, okay, das ist Geschmackssache. Wann hast du es machen lassen? Vor 6 Monaten. Achso, dann ist es noch alles relativ frisch. Ja, genau. Ja? Ich höre das jetzt gar nicht beim Sprechen. Da bei dem Björn, von dem das Foto ja ist, da habe ich es beim Sprechen auch gehört. Das war am Anfang von der Zeit, also da habe ich ziemlich stark gelispelt und so. Ja. Aber ich meine, nach der Zeit, also lernt man schon damit umzugehen und dann geht es eigentlich. Ja. Ja. Wer hat das gemacht? Hat das ein Chirurg gemacht? Nein, das war also beim Piercing-Studio, Tätowier-Studio, also die haben die Genehmigung sozusagen auch dafür gehabt. Die haben auch Branding und so gemacht. Aber wenn man schon sowas macht, würde ich eher zu einem richtigen Arzt, einem Chirurgen gehen, aus Angst, dass da nur wirklich auch alles dann ganz ordentlich gemacht wird.
Naja, also ich fand das Studio auch sehr seriös und so, und es hat auch hygienisch ausgeschaut. Ja. Und die haben auch also die Zertifikate an die Wände hängen gehabt und so. Ja. Und von da habe ich mich auch darauf verlassen, dass es gut klappt. Kann man das eigentlich, wenn du irgendwann keinen Bock mehr drauf hast, du bist jetzt 21, sagen wir mal in 10 Jahren oder so, kann man das wieder zusammennähen oder hast du das jetzt dein ganzes Leben lang? Das habe ich mein ganzes Leben lang. Dein ganzes Leben lang? Ja. Hast du eine Freundin? Ja. Und wie war der erste Kuss? Naja, also anfangs war es schwer, aber das ging. Ja. Was hat sie denn dazu gesagt, dass du das machen möchtest? Naja, anfangs hat sie nicht so viel von gehalten, aber dann nachher beim Oralsex hat sie dann gemeint, sehr schön. Aha, weil man da, kannst du eigentlich diesen rechten Spalt und linken Spalt unterschiedlich bewegen auch? Ja, ja, geht. Ehrlich, das geht? Aber nur geringmäßig, also nur geringfügig, also so richtig. Kann man sich gar nicht vorstellen, ich denke da gerade meine Zunge. Ja gut, also wenn du sagst recht, ja, gut, das macht ihr also beim Oralsex, macht ihr das mehr Spaß, dass du jetzt eine gespaltene Zunge hast? Auf jeden Fall, also beschwert hat es sich nicht. Ja, und warum jetzt auch noch hinten dieses Piercing in die Zunge? Ne, ich meine, es hat halt so aus. Ich habe mir halt so gedacht, wenn da noch eins drüber wäre, würde vielleicht noch ein wenig besser ausschauen. Mhm. Und da habe ich gefragt, ob der das gleich mitmachen könnte und so, und danach und so, und dann hat es auch gemacht. Und weißt du, mit dem Ausschauen kann ich ja so verstehen, wenn man sich fast schon am ganzen Körper pierst, weil man das selbst sieht oder zumindest andere Leute mehr oder weniger oft sehen. Aber bei der Zunge, das sieht doch gar keiner, dein Piercing. Naja, das kommt drauf an. Also manchen Leuten fällt es dann auf, wenn ich weg beim Sprechen oder so. Ja. Und dann fragen sie auch schon nach und so. Und dann streckst du denen mal die Zunge raus und zeigst denen alles und bist die Sensation wahrscheinlich. Naja, was heißt Sensation? Ich meine, die anderen, was ich das halt nicht trauen, die beneiden mich halt dann sozusagen drum. Ja, ja. Dieses Piercing, ne? Kann man das auch wieder rausschrauben? Das kann man rausschrauben, ne? Ja, das kann man rausmachen. Und so hygienisch ist das auch alles im guten Bereich? Das kann man schön sauber machen, ausspülen, da ja, verfaulen ja. Keine Reste von Rinderfilets oder so runter? Nee, nee. Also das gibt auch so spezielles Mundwerkzeug, also so zum Ausspülen. Ja. Und das benutze ich auch täglich und so. Mann. Was hat die ganze Aktion gekostet? Also ich habe für das, also nur für die Zunge spalten lassen, da habe ich 560 Euro bedacht. Das ist natürlich ein Haufen Geld. Ja, klar. Nur für die Zunge? Ja, nur für die Zunge. Und dann kam das Piercing noch dazu? Und das Piercing noch dazu habe ich dann noch extra 100 Euro bezahlt. Und viele Wochen Schmerzen? Ja. Aber die Zungenspaltung wurde natürlich dann unter örtlicher Betäubung gemacht, ne? Ja, klar. Ja, das ist klar, sonst... blutet das eigentlich stark? Ja, aber das wird also während der Operation abgezockt. Ja. Ja. Ich find's schräg, Christian. Ich find's wirklich schräg. Ungewöhnlich. Naja, ja. Ungewöhnlich ist gut. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin Modedesigner. Ach so, ja, dann passt das ja auch so ein bisschen. Ja, klar. Das sind ja alles irgendwie so ein bisschen Verrückte, ne? Die Mode machen. Ja, ist so. Ja. Gut, ich freue mich, dass wir haben sprechen können, Christian. Und Domian, was ja. Ich fragen wollte, kann ich Ihnen noch eine Frage stellen? Ja, weil ich habe gehört, Sie hatten einen Unfall gehabt. Nee. Aber Sie können mir doch nicht erzählen, dass ich so auf die Welt gekommen bin, Sie oft. Mit den Koppeln! Ja. Das war Christian. Jetzt rätsel ich darüber, ob das Ganze stimmte. Ich glaube schon, aber zum Schluss hat er abgedreht und wollte mal ein bisschen noch dazulegen. Anna, 17 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Anna. Domian. Ja, Geschichten rund um den Mund. Genau, also ich fange jetzt mal von vorne an und zwar, damals war ich 14, habe einen Freund kennengelernt, das war ein Marokkaner und wir hatten zusammen einen Ausflug gemacht in die Stadt an dem Tag, ich habe dazu, muss ich sagen, die Schule geschwänzt, sind zusammen ins Kino gegangen und so und es war alles total toll noch gewesen, mein erster Freund, muss ich dazu sagen, und während des Films bin ich dann auf die Toilette gegangen und der ist mir hinterhergekommen, der stand auf einmal in der Mädchentoilette mit mir. Mhm. War für mich auch noch irgendwo okay und dann wurde es irgendwo noch ein bisschen romantisch. Wir haben uns geküsst, das war auch alles noch für mich okay. Kurze Zwischenfrage, also wie alt, du warst 14, wie alt war er? Er lass ihn 16 gewesen sein, also es war eine ganz kurze Geschichte, da kommen wir auch noch gleich dazu. Ja. Und also dann wurde es halt ein bisschen heftiger, also der hat mich dann auch angefasst, so an meine Brüste und so. Ich muss dazu sagen, das war schon, also mit 14 hatte ich schon mit Freundinnen die Gespräche über das Thema Sex und so. War für mich kein fremdes Thema in dem Sinn. Ich dachte mir, okay,
Naja, und dann wurde das halt alles ein bisschen hat überhand genommen und er hat mir halt mit Gesten, der hat meinen Kopf runtergedrückt, auf gut Deutsch gesagt, und wollte halt, dass ich ihm einen blase. Mhm. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein menschliches Glied gesehen gehabt, ja, mhm. jetzt so. Und ja, ich habe ihm dann mit Gesten auch gezeigt, dass ich das nicht möchte und ja. bin dann halt auch irgendwie ein bisschen verängstigt gewesen. Er ist gar nicht drauf eingegangen, also er fand die ganze Sache relativ lustig. Also er hat dann auch gelacht. Und das fand in dem Damenklo statt? Oder vor das dem Damenklo? Fand im Kino im Damenklo ja, statt. Ja, da war sonst niemand. Genau, mhm. und wir waren halt auch nicht allein im Kino gewesen. Er hatte noch ein paar Freunde dabei. Ja. Ich war alleine als Mädchen dabei, ja. als seine Freundin meiner Meinung nach eigentlich. Und wie gesagt, es ist alles eskaliert. Wir sind dann raus aus der Toilette, wieder in den Raum zu den anderen. Und ich war eigentlich total neben mir. Ich wusste überhaupt nichts mehr, bin dann nach Hause gefahren. Der hatte mich dann irgendwie noch angerufen. Wir wollten uns mittags treffen, mhm. bei mir hier, wo ich wohne. Und er ist nicht gekommen. Mhm. So, das war das letzte Mal, dass ich ihn auch, muss ich dazu sagen, gesehen habe. Aber das ist ja schon eine schlimme Geschichte, wenn man zum ersten Mal mit Sexualität in Kontakt kommt und dann sowas tun soll. Ganz genau. Und jetzt will ich nämlich dazu kommen, ich habe ja mittlerweile einen festen Partner, Freund. Lass mich nochmal fragen, du hast mit Gesten gesagt, dass du es nicht willst. Ich habe nicht gesagt. Nee, also mit Gesten gezeigt, dass du es nicht Gesten, willst. In Gesten, genau. Das heißt, du hast es auch definitiv dann nicht gemacht. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich hatte dieses Glied also im Mund, sage ich mal. Ach doch, so weit kam es schon. So, er hat mich ja mit Kraft, also es war nicht so, dass er mich irgendwie dahingewiesen hat, mir den Weg auf gut Deutsch gesagt gezeigt hat. Er hat mich schon mit Kraft darunter gedrückt. Ja, und das Glied war schon irrigiert. Ja, ja. ja. Mhm. Und dann habe ich halt mit Kraft genauso dagegen gelenkt, wieder nach oben. Ja. Und bin dann halt raus ja. und ja, bin dann auch gegangen. Also der Film war gelaufen für mich. Verstehe. Bin mit der Bahn nach Hause, auch nicht irgendwie in die Schule, also ich bin nach Hause gefahren. Schlimme Sache. Ist irgendwie geht's in den Bereich der Vergewaltigung rein schon, finde ich. Also intensiv, ich muss dazu sagen, diese Geschichte, ich habe es danach aus meinem Kopf ganz rausgestrichen. Mhm. Also ich habe ihn irgendwann mal für mich sehr, also einfach wirklich vergessen, so dass ich nicht mehr dran gedacht ja. habe. So, jetzt hast du gerade gesagt, jetzt hast du einen Freund im Moment. Genau. Und Oralsex ist für mich natürlich irgendwie überhaupt nicht drin. Genau, also, das wollte ich gerade fragen. Wie ist das jetzt mit Oralsex? Überhaupt nicht. Also ich finde es total ekelhaft. Ich muss dazu sagen, ich habe es versucht schon. Mhm. Weil sie halt auch über alles reden, so auch in der Sexualität, also ja. ist alles ganz locker bei uns. Wie gesagt, ich habe es probiert, aber es ist nicht relativ weit gekommen, also ich fand es tierisch ekelhaft. Und was empfindest du dabei, wenn du sagst, du empfindest es ekelhaft? Ja, es ist für mich etwas, also ich verbinde das mit etwas. Ist es jetzt ganz, ganz heftig, dass du sagst, ich bin zum Kotzen, ich muss mich erbrechen? So. Also es ist so ein Würgegefühl, was dabei hochkommt und es ist bei mir dann so ein Gedanke im Kopf, dass das dann nichts mehr mit schön zu tun, zu tun hat, sondern mit etwas, was vielleicht nur er möchte, ja. was mich eigentlich auch überhaupt nicht antönt, was wirklich auch so ist, also ja. das tönt mich keineswegs an. Ja. Und dann, aber ist ja auch völlig verständlich, wenn man so eine Erfahrung gemacht hat, dass man da erstmal überhaupt keinen Bock drauf hat. Überhaupt ja, nicht. Also, hast du deinem Freund das erzählt, was dir damals passiert ist? Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Es ist ja so, dieser junge Mann hat dann das halt alles irgendwie den ganzen Leuten erzählt. Die Leute sind auf mich zugekommen. Also es wurde hier dann, wo ich wohne, erzählt, die Anna macht das und das und hat das und das gemacht. Ja. Hat ihm einen geblasen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und das war hier dann so gang und gäbe, dass das halt so ist. Ja. Und also ich war halt für mich halt noch klein Anna. Ich wusste wirklich überhaupt nicht, Sex, was ist das eigentlich? Ich hatte bis zu dem... Aber was für ein fieser Kerl, wenn er das gemacht hat, wenn er dann sogar das rum erzählt hat und du standst ja da völlig blamiert dann irgendwie da. Ganz genau. Obwohl du eigentlich nicht blamiert sein müsstest, auch wenn er da Lügengeschichten erzählt und du dich nicht wehren kannst. Ganz genau. Aber warum hast du es deinem Freund noch nicht erzählt? Wie gesagt, also es ist so eine Geschichte für mich. Ich habe da auch wirklich ehrlich gesagt so nie so wirklich noch darüber nachgedacht. Also ich habe das echt sehr gut verdrängt, sage ich mal. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Das ist ein Jahr und ein Jahr. Ein Jahr. Und ja. du hast ja gerade gesagt, ihr redet sehr viel und sehr offen über alles Mögliche. Ja. Mhm. Hat er sich nicht schon gewundert, dass du da so zurückhaltend bist in Sachen Oralsex? Also wie gesagt, wir reden darüber und ja, gut, meine Aussage ihm gegenüber ist ganz einfach, mir gefällt es nicht. Ich empfinde dabei nichts, ich finde es ekelhaft, ich sage ihm das auch so. So, jetzt mache ich einen Vorschlag. Das, was dir da passiert ist, Anna, wie alt ist dein Freund? Mein Freund ist 23. 23, okay. Also, das, was dir da passiert ist, ist eine ganz üble Geschichte, ein ganz mieses Stück,
der Typ ist es gewesen, dass er das mit dir gemacht hat, mit einem 14-jährigen Mädel. Du kannst da überhaupt nichts zu. Du bist absolut hundertprozentig ein Opfer von dessen Widerwärtigkeiten. So muss man sagen, grundsätzlich erstmal. Wenn man in einer guten Beziehung ist, in einer Liebesbeziehung, in einer Vertrauensbeziehung, finde ich schon, dass man so etwas Schlimmes, was einem widerfahren ist, was passiert mal ist, vor allen Dingen, wenn man auch noch gesellschaftlich dadurch drunter leiden musste, wie du gerade erzählt hast, finde ich, dass man sich so etwas erzählen sollte, weil es das Vertrauen dann noch mehr, noch stabiler macht. Und, was ich ganz wichtig finde, ist, es wird deinem Freund klar machen, warum das so ist. Und er wird viel mehr Verständnis für dich haben. So ist ihm das schon, wird ihm das ein bisschen seltsam erscheinen. Und man fühlt sich als Mann dann schon ein bisschen, wenn die Freundin da so auf Abstand geht, ist es, ich sage es erstmal, neutral irritierend für einen Mann. Wenn man aber den Hintergrund weiß, ist das völlig, völlig nachvollziehbar. Und er wird dich noch besser verstehen danach. Ich finde, du solltest ihm das erzählen. Warum? Du hast ja nichts, da ist ja kein Grund, dass du dich schämst. Überhaupt nicht. Der muss sich schämen. Er ist die Sau. Ganz klar, Anna. Aber jetzt für mich, also persönlich, ich muss ehrlich sagen, also vom Kopf her ist es, in meinem Kopf her ist es schon so, dass ich das gerne machen würde. Also es ist für mich schon so, dass ich gerne meinem Freund das, sage ich mal, ermöglichen würde, ja, weil es scheint ihm schon zu fehlen in der Beziehung. Umso wichtiger, dass du wirklich rein Wein einschenkst. Das wird sicher auch dazu beitragen, dass du ein bisschen entspannter bist. Es kann auf keinen Fall schaden, wenn du auf dieser Ehrlichkeitsebene gehst, sage ich mal. Und du brauchst dich nicht schämen. Du brauchst dich nicht schämen, Anna, wirklich nicht. Ehrlich. Und dein Freund wird es auch schmeicheln, wenn du noch vielleicht gerade so etwas, was schon einschneidend war in deinem Leben, wenn du ihm das erzählst. Das ist ja immer toll, wenn man als Partner mitbekommt, wie viel Vertrauen die andere Seite hat. Alles Liebe. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss, Anna. Tschüss. Susanne, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Susanne. Ja, hallo, Susanne. Zum Mund auch. Ja, ne? Bei mir ist das so, ich habe ganz schreckliche Zähne. Aha. Da muss sehr viel gemacht werden, da müssen neue Füllungen gemacht werden, da müssen Zähne überkront werden, ich brauche Jacket-Kronen, ich brauche andere Brücken. Ja. Ich habe Karies, ich muss ganz dringend, ich habe Schmerzen, da muss eine Wurzelbehandlung gemacht werden. Also in deinem Mund ist Chaos. Ja. Es ist eine Kloake. Ja. Sagen wir es mal ganz krass. Und ich gehe nicht zum Zahnarzt, weil ich solche Angst habe. Und wir wollen uns alle nicht vorstellen, wie es riecht, wenn man in deine Gegend kommt, in deine Nähe kommt. Also es geht noch. Also ich habe, vorne sieht es auch normal aus. Also die Schneidezähne unten sehen ganz normal aus. Ja. Und die Schneidezähne oben, die sind schon sehr lange überbrückt worden. Die Brücke sieht auch noch vernünftig aus und hält auch. Ja. Aber es ist eben hinten halt alles sehr, sehr schlimm und vor allen Dingen habe ich Schmerzen. Und ich kann auch so nicht mehr essen. Ich esse Suppe, dann esse ich Zwieback in Milch, dann esse ich Weißbrot, alles, Suppe und... Alles nur, weil die Zähne nicht in Ordnung sind und du Angst hast, zum Zahnarzt zu gehen. Wie lange geht das schon so? Also jetzt ist es ganz schlimm seit 4 Monaten. Mhm. Da hatte ich Zahnschmerzen und ich wollte zu einer Wurzelbehandlung sollte gemacht werden. Ja. Und dann sagt der Zahnarzt, ja, das machen wir aber ohne Betäubung, braucht nicht, ist nicht medizinisch notwendig, da bin ich gegangen. Moment, das heißt, du warst schon beim Zahnarzt. Also du hast nicht so eine irre Angst, überhaupt da in die Praxis zu gehen. Das ist nicht so der Doch, Fall. Doch, das auch schon. Aber du warst immerhin da. Ich eventuell noch hin. Und dann war ich beim anderen Zahnarzt. Ja, ich wollte gerade fragen, was ist denn das für ein Depp? Der macht eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung? Ja, aber dann hatte ich dasselbe nochmal. Da bin ich zum anderen Zahnarzt hingegangen. Der hat auch gesagt, nee, es ist nicht notwendig. Es kann nicht wehtun. Mhm. Ja, aber es tut also auch schon weh. Es kann Aber hast du den reinen Wein eingeschenkt? Hast gesagt, ich habe Probleme mit Zahnarzt und große Angst, etwas Phobie. Geben Sie mir die Betäubung. Und wenn es nur eine psychologische Unterstützung ist? Ja, aber es ist ja auch geröntgt worden. Da sieht man ja, dass alles veraltert ist. Ja, eben. Und dennoch haben Sie gesagt, beide Ärzte, es ist nicht nötig. Kann ich gar nicht glauben. Und die waren auch von mir genervt, weil ich habe mal Karate gemacht. Und ich habe so eine automatische Abwehrhaltung so mit dem Unterarm, so von unten nach oben hoch gehabt. Und dann schieße ich immer so deren Ärmel weg. So, ich will das eigentlich nicht. Ja. Aber die kommen gar nicht richtig in meinen Mund rein. Ja, gut, da ist man immer schon am Abwehrhalten da. Gut, also die kommen gar nicht ran. Ne? Das ist natürlich dann auch schlimm für einen Zahnarzt, wenn der agieren will. Ja. Und der kriegt immer einen Schlag von dir, von unten. Ja, ne? Das genau ist so. Also ich schlag ja nur gegen seinen Arm, aber immerhin.
Ja gut, aber mit dem Arm ist er ja auch gerade, vielleicht gerade in deinem Mund zugange. Ja, so weit kommt es eigentlich fast schon gar nicht mehr, ja. Aber du hast Kronen, hast du gerade gesagt. Das heißt, du ich habe eine Brücke, ja. Mhm. Also da ist alles okay, aber es müssen Kronen gemacht werden. Und, aber du hast die Brücke, das heißt, da hast du auch schon mal beim Zahnarzt und das ist auch gemacht worden. Ja, das war auch ganz fürchterlich, da war ich gerade mal 13. Die Zähne waren schwarz, sie waren verfault von Süßigkeiten. Ja. Und da musste auch eine Wurzelbehandlung gemacht werden und ein Wurzelaufbau. Und das hat 3 Stunden gedauert mit Zähne abschleifen und allem drum und dran. Wie viel Mal in deinem Leben warst du schon beim Zahnarzt? Oh, also ich war schon, also 70 Mal oder so. 70 Mal? Ja. Und bist aber immer wieder weggelaufen oder wie? Ja, ich unterbreche das immer wieder. Also es ist fürchterlich. Weil das ist ja schon sehr viel. Ja. Aber da muss ja jetzt was passieren, Susanne. Ja, also ich habe jetzt... Du hast Schmerzen, sagst du. Ne? Du hast Schmerzen. Das heißt, sehr viel Tabletten, Zahnschmerztabletten. Genau, und da kommen ja ganz viele Sachen jetzt in Gang. Es kann ja sein, dass die Schmerzmittel Nebenwirkungen haben, dass du tabletten abhängig wirst. Ja. Abgesehen davon kann ein kranker Mund und kranke Zähne viele andere schlimme Krankheiten im Körper auslösen. Ja. Weißt du, ne? Ach so, nee. Doch, du kannst herzkrank davon werden. Oh. Ganz viele schlimme Sachen, wirklich ganz schlimme Dinge können aufgrund unbehandelter Zähne ausgelöst werden, bis hin zu schweren Rheumaerkrankungen oder sowas. Nee, ehrlich? Ja. Oh, ich habe so Schmerzen in meinen Händen und in meinen Füßen, so bei den, wie heißt das denn, also die Glieder tun sie. Und da hat meine Freundin schon gesagt, oh, das könnte Rheuma sein. Was machst du denn beruflich? Ich bin Telefonistin. Aha, das heißt, du bist da nicht so mit vielen Menschen zusammen? Nein. So, Susanne, es muss. Ich habe jetzt einen Zahnarzttermin, jetzt kommenden Montag, und ich habe schon am Telefon gesagt, ja, aber ich traue mich nicht, ich will nicht vorbeikommen, wenn wir jetzt ohne Betäubung machen. Ja. Und ich habe eigentlich gehofft, dass dann mal einer am Telefon sagt, ja gut, wenn Sie so eine Angst haben, dann verspreche ich Ihnen das jetzt. Aber die hat zu mir am Telefon gesagt, wir gucken mal. Also, es gibt, wenn ich mich gerade recht erinnere, meine Redaktion wird mich berichtigen, wenn ich was Falsches sage, es gibt im Internet die Seite www.zahnarztangst.de. Stimmt das? Ja. Ihr Lieben, stimmt das? Ist korrekt, höre ich. www.zahnarztangst.de. Ja. Da gibt es viele kluge Tipps und Hinweise, soweit ich weiß, auch auf Ärzte, die sich darauf spezialisieren. Denn du könntest ja beispielsweise auch unter Narkose deinen ganzen Mund renovieren lassen, dass du gar nicht das ertragen musst. Weißt du davon, dass das geht? Weil das ist ja oftmals eine Lösung für Leute, die so eine Phobie haben. Ja, dass sie sagen, ist es aber so, eine Wurzelbehandlung an einem Zahn muss 5-6 Mal gemacht werden. Mhm. Gut. Das sind ja so Spezialsachen, wie man das geschickt macht. Ich glaube, dass... Aber man kann ja nicht 5-6 Mal Narkose geben. Nee, aber da gibt es Lösungen. Ich weiß, da gibt es Lösungen. Ja. Geh mal auf diese Seite im Internet. Und ich rate dir wirklich ganz dringend zusammen, dass du was unternimmst. Weil du wirst, abgesehen davon, dass es völlig unästhetisch ist, wir haben das Thema Mund. Zum Mund gehört auch Küssen, hatten wir gerade auch schon mal. Mhm. Hast du einen Freund? Nein. Hattest du mal einen Freund? Ja. Hat der dich gerne geküsst? Ja, da war das auch alles noch so in Ordnung. Das war jetzt vor 7 Monaten. Ach so, da ging es noch. Ja. Und dann hat sich das so sehr, also ziemlich rasch entwickelt in den letzten Monaten. Ja, also es ist gerade, also so ein beziehungsweise 2 Zähne, die ganz schlimm sind und die anderen, die müssen schon lange mal gemacht werden, aber das hält sich noch so in Grenzen. Gut. Also. www.zahnarztangst.de. Das ist auch die Seite für unsere Susanne, okay? Ja. Alles Liebe und alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. Geschichten rund um den Mund heißt unser Thema heute Nacht. Und ich unterhalte mich jetzt mit Christine. Und Christine ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Christine. Na? Na, du machst mal bitte den Fernseher oder das Radio. Ich habe ihn gerade ausgemacht. Ja, so ist das auch sehr schön. Ja. So, wir haben ein Thema heute, ne? Ja, genau. Geschichten rund um den Mund. So. Ja. Und du hast angerufen. Ich habe angerufen, weil ich denke, süchtig nach Oralverkehr. Oh. Ja. Süchtig nach Oralverkehr? Ich glaube schon. Ah. Ja. Wie kommt das? Ich weiß nicht. Also es hat angefangen vor 2 Jahren. Mhm. Und ja, also ich bin noch Jungfrau.
Ach. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt mit einem Mann zu schlafen. Ja. Also ich bin streng erzogen worden und damals hieß es echt nur Sex, wenn man verheiratet ist. Ja. Und also ist der Oralsex quasi die Notlösung? Wenn schon nicht richtig, dann aber so. Eigentlich schon, ja. Also ich warte, also ich bin jetzt zwar seit 2 Monaten in einer Beziehung. Ja. Aber die erste Beziehung? Die erste Beziehung? Die erste längere? Nee, also ich hatte schon mehrere Beziehungen, also drei richtige Beziehungen, und auch über längere Zeit, aber ich konnte mir mit den Leuten echt nicht irgendwie Sex vorstellen. Das ging, also geht einfach nicht. Überhaupt gar kein Sex, auch nicht ein bisschen Petting oder irgend sowas. Gar nichts. Also schon, er kann mich auch anfassen oder so, aber sobald es schon in die Hose geht, ist schon alles aus. Ja. Ja. So, und jetzt hast du entdeckt, vor 2 Jahren, hast du gesagt? Ja. Ne? Mhm. Dass du auf den Oralsex stehst. Ist es jetzt wirklich so, dass dir das sehr viel Spaß macht? Oder ist es so, wie wir es gerade irgendwie rausgefusselt haben, dass das so eine Notlösung letztendlich ist? Nee, ich glaube nicht, es ist nicht nur eine Notlösung. Ich merke halt irgendwie, es macht mich tierisch an. Ja. Und ich liebe es, wenn der Mann dann auf mich herabschaut. Ja, ja. Aber das macht mich tierisch an. Ja. Vielleicht ist es irgendwie so eine, wie nennt man das so, so eine... Du bist devote Art, genau. Vielleicht. Ja, vielleicht. Das kann durchaus sein, ja. Ja. So, jetzt bist du seit 2 Monaten in einer Beziehung, mhm, und da läuft dann auch nur Oralsex. Ja. Aber der Freund darf an dir nichts machen. Nein, eigentlich. Also küssen und so ist okay, mhm, aber sobald wirklich die Hand in die Hose geht, ist verstehe vorbei, ja. Aber wenn du sagst, das macht mich tierisch an und ich finde das richtig, richtig geil letztendlich, ja. Du bleibst dann ja auf der Strecke. Du kannst dich ja gar nicht dann befriedigen. Du kommst ja zu gar keiner Befriedigung oder gar zu einem Orgasmus. Ja, danach befriedige ich mich meistens nur noch selbst. Ach, das machst du schon? Ja, ja. Und dein Freund ist dann nicht mehr im Zimmer, oder wie? Nee, also es ist meistens, wenn er halt ins Bett geht oder so und ich gucke noch Fernsehen oder er geht auf Arbeit oder so, dann, ja. Ist also ein bisschen komisch, ne? Eigentlich schon, ja. Ja. Also ich denke mal, das wird er bestimmt auch nicht länger mitmachen, ja. Das glaube ich auch nicht. Jetzt, nee. jetzt sag mir mal, du scheinst ja doch jetzt irgendwie in Sachen Sexualität auch sehr offen zu sein. Schon, ja. Wo ist jetzt nur aufgrund der strengen konservativen Erziehung, warum ist die Barriere da zu sagen, ich lasse mich jetzt auf keinen direkten Geschlechtsverkehr ein? Warum nicht? Ich kann mir das einfach nicht erklären. Ich empfinde da irgendwie einen Ekel. Allein die Vorstellung, das ist einfach, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ekel? Ja. Aber Oralsex findest du scharf? Das finde ich scharf. Ich weiß selbst nicht, wieso das ist. Das ist voll verrückt, ja. Und du befriedigst dich selbst und kommst du dann bei der Selbstbefriedigung auch zum Orgasmus? Ja. Mhm. Also finde ich auch schon ein bisschen merkwürdig und ein bisschen kompliziert. Und hab gar keine richtige Ahnung, was da für Zusammenhänge sind. Und wenn du sogar sagst, das wiederum findest du ekelhaft, stoche ich jetzt gerade so ein bisschen im Nebel. Ja, also ich denke mal, das hat auch was damit zu tun. Zwei Freunde von mir sind damals von, also eine davon ist vom Stiefvater vergewaltigt worden und eine damals von ihrem festen Freund. Ja. Und da, dass ich vielleicht da irgendwie so ein Ekel habe, was ich aber dir ist nie, nur so erklären. Ja, aber dir ist nie so etwas Schlimmes widerfahren. Wie bitte? Du hast nie so was Schlimmes ertragen müssen. Mit dir hat man das nicht gemacht als Kind. Nee. Nee, du bist nicht... Also ich bin recht, ja, gut groß geworden. Okay. Also mir ist sowas nicht passiert. Na Gott sei Dank. Ja, vielleicht hast du dich so sehr mit den Freundinnen identifiziert, hast dich da reingedacht in die... ist möglich, ich weiß es nicht. Das bedeutet ja auch, dass selbst wenn du heiraten würdest, dann wäre das Problem mit dem Ekel ja auch immer noch da. Ich denke nicht, weil ich dann weiß, ich bin verheiratet, das ist mein Mann. Und ich denke mal, das wäre dann für mich kein Problem. Mhm, mhm. Aber du hast Angst, dass du deinen jetzigen Freund verlierst, wenn das weiter so verkrampft? Aber er hat schon angedroht, dass wenn es so weitergeht und so, dass er mich nicht anfassen darf, ja, dass ja. er dann Schluss macht. Wie denkst du darüber? Macht dir das Angst? Eigentlich schon, ja. Ich finde eigentlich, Christine, dass du mit einem Psychologen sprechen solltest. Ja, also ich habe auch jetzt in 2 Wochen einen Termin deswegen, weil mich das halt schon psychisch auch fertig macht. Ja, das ist ja auch interessant. Das heißt, du hast eigeninitiativ da einen Termin bekommen und organisiert. Ja. Finde ich gut. Möchtest du mit meinem Psychologen auch noch ein paar Worte reden jetzt? Ja, kann ich machen. Ja, Johannes heißt der. Johannes. Genau, du legst auf und der Johannes ruft dich an. Okay, ich danke dir, Domian. Alles Gute, tschüss. Wünsche ich dir auch, tschüss. Tschüss.
Jenny, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jenny. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja. 19 Jahre alt. Jo. Und, jo. Und kommst du aus dem Norden? Nee, aus dem Ruhrpott. Aus dem Ruhrpott? Ja. Früher hat man mir immer gesagt, man darf nicht Ruhrpott sagen, sondern Kohlenpott. Nee. Nee, ist egal. Kenn ich so gar nicht. Ja. Also, auch zu unserem Thema Geschichten rund um den Mund. Ja, ich wollte mit dir über Operationen reden. Ja. Also ich bin, wie gesagt, 19 Jahre alt und wurde mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte geboren. Oh ja. Und, das heißt, das ist so eine, früher sagte man Hasenschachtel, ne? Ja, genau. Das ist so eine Verknubbelung irgendwie oben an der Lippe. Ja, das ist, also als ich geboren wurde, war da eigentlich so ein Loch, also das ist halt gespalten gewesen. Ja, ja. Die Lippe, der Kiefer, der Gaumen und halt das Nasenloch war auch offen ganz. Mhm. Ja, und ich hatte jetzt bis jetzt 6 Operationen. Die letzte war letzten Monat. Ach. Also die erste Operation war direkt, als du Baby warst? Ja, da war ich 4 Monate alt. Ja. Und sag mal so die Zeitabstände der Operationen. Also früher waren die relativ häufig. Wie gesagt, die erste mit 4 Monaten. Ja. Und die fünfte, da war ich glaube ich 9. Ach so. Und jetzt? Die sechste war dann jetzt 10 Jahre später erst. Ach so. Mhm. Warum muss man das so oft operieren? Ist das so kompliziert, dass das alles einigermaßen gut aussieht hinterher? Ja, also die haben erst, bei der ersten haben sie erstmal so weit wie es ging dann zugemacht und so. Und weil, wie gesagt, das eine Nasenloch war ja gar nicht richtig da gewesen. Ja. Und haben sie zwischendurch irgendwas am Gaumen gemacht, dass sie da halt ein bisschen zugemacht haben. Dann haben sie irgendwann Knochen vom Becken in den Kiefer eingesetzt. Ach, so kompliziert war das. Ja. Mhm. Und ja, dieses Mal haben sie jetzt den Oberkiefer und den Unterkiefer durchgesägt. Mhm. Und haben den Oberkiefer 8 mm nach vorne gezogen. Klingt auch kompliziert und aufwendig. Und ja, also hat 7 Stunden gedauert, die OP. 7 Stunden? Ja, gab Komplikationen und hat dann 2 Stunden länger gedauert, als geplant eigentlich. Tat das hinterher tierisch weh? Nee, ich habe so viele Schmerzmittel gekriegt, ich weiß es nicht. Also, ich habe Infusionen gekriegt ohne Ende und ging eigentlich. Hast du es denn jetzt geschafft? Nächstes Jahr muss ich wieder rein. Nochmal? Da, die haben ja jetzt das weiter durchgesägt. Man muss es ja wieder anschrauben mit Platten und das muss nächstes Jahr wieder alles raus. Ja. Und ja, dann wollten sie die Nase noch korrigieren, haben sie gesagt. Also das muss dann nur, sage ich mal in Anführungszeichen, rausgenommen werden. Das heißt, das muss ja dann nicht nochmal neu am Gaumen operiert werden. Nee, also das nehmen sie jetzt nur raus. Und die Nase ist noch nicht so nach deinem Geschmack? Nee. Die wollen sie dann noch, also haben sie gesagt, wenn ich möchte, dann machen sie das dann sofort mit. Und wenn ich da einmal... Das ist ja wirklich interessant. Ich dachte immer, dass das irgendwie so eine Operation ist und dann ist es gut, wenn die Kinder so geboren werden. Aber dass das so aufwendig ist, ist das eigentlich üblich bei diesem Phänomen oder bei dieser Erkrankung? Oder ist das bei dir jetzt wirklich ein besonders komplizierter Fall? Also mein Kieferorthopäde sagte, dass es bei mir schon schwieriger war. Ja. Also ich habe, in meiner Schule ist einer, der hat das auch, aber der wurde nicht so oft operiert wie ich. Also ja. Ist schon unterschiedlich, je nachdem wie schlimm das ist. Stichwort Schule. Ja. Könnt ihr mir vorstellen, dass du früher vielleicht auch es nicht so einfach hattest in der Schule? Dass die Leute dich gehänselt haben? Es ging. Also ich sag mal, in der Grundschule gar nicht. Also wir waren halt Kinder und war in Ordnung. Das kam halt so, je älter man wurde, desto mehr wurde halt geguckt, so oh, guck mal. Und, ja. Aber ging noch. War noch ja, man lernt auch halt damit umzugehen. Ja, also. Ja. Wie ist das denn so? Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich dann so in Sachen Freundschaften, Erotik und so ein bisschen schämt und zurückhaltend ist. Warst du das oder bist du das? Ja. Ne? Ja. Ja, dass man da irgendwie dann doch nicht so forsch ist wie andere Mädels vielleicht, die ganz normal sind und gesund sind. Hast du denn schon mal einen Freund gehabt oder eine Beziehung? Nicht wirklich Beziehung. Ja. Also sagen wir mal so bisschen. Ein bisschen. Mhm. Wenn ich mir dich jetzt vorstellen sollte. Ist schade, dass wir uns nicht sehen. Ist die Lippe oben, die Oberlippe, ist die einigermaßen so, was man normal nennt jetzt? Nee, die ist ein Stück verkürzt. Ja. Und zur rechten Seite ein bisschen hochgezogen durch die Narbe halt. Ja. Und wie sieht die Nase aus? Ein bisschen schief. Also zur rechten Seite ist die ein bisschen platter, sag ich mal. Ja. Bist du denn entschlossen, die Nase auch noch richten und schöner machen zu lassen? Ja. Möchtest du auf jeden Fall? Ja, also wenn sie sowieso operieren müssen, dann, wenn ich da gerade einmal liege, dann können sie den Rest mitmachen dann. Ja. Aber da hast du aber auch schon einiges einstecken müssen, so an Sachen. Ja. Ne, finde ich schon.
Aber wirkst sehr, sehr normal und sehr fröhlich dabei, finde ich. Und man, übrigens, man hört das auch gar nicht. Das, beim Sprechen hört man das überhaupt gar nicht, dass da irgendwie viele Operationen gemacht worden sind. Ja, ich war, als ich kleiner war, dann musste ich zur Sprachtherapie auch, weil ich das S zum Beispiel nicht richtig sagen konnte. Ja, und so. Ja. Und also habe ich auch schon alles gehabt. Mhm. 2 Stück, glaube ich. Mhm. Also, wenn ich so die Geschichten höre und auch wieder mitkriege, wie tapfer du das also wegsteckst, und du wahrscheinlich jetzt nicht unserem klassischen Schönheitsideal entsprichst, umso absurder und dämlicher finde ich es, wenn man so in die Medien guckt, wie alles gelackt ist und alle wollen noch schöner sein und noch schicker und hier und da. Das klingt dann ja alles ziemlich dämlich, wenn man so ein Schicksal auch hört, was du uns gerade beschrieben hast. Ja, also das ist, wenn ich im Fernsehen sehe, irgendwelche Leute, die wirklich normal aussehen, gehen dann hin und sagen, ich muss mir das machen lassen, ich muss das machen lassen. Verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich. Ja, du bist froh, wenn es einigermaßen normal wieder aussieht. Ne? Ja. Ja. Liebe Jenny, ich wünsche dir alles Gute von Herzen und dass sich das so noch weiterentwickelt, dass du zufrieden bist mit dir. Dankeschön. Darf ich noch wen grüßen? Ja, klar. Also möchte ich meine Eltern grüßen, mein Bruder, Schwester Antje, Schwester Judy, Schwester Agnes, Schwester Nese, Schwester Nameda, Dr. Hölzle, Dr. Nolte, Sonja, Vanessa und ganz besonders Frau Dr. Lehmbrock, Schwester Linda und Schwester Jolanta. Wow, alles durchgesagt. Ja. Alles Gute, Jenny. Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Stefanie ist jetzt hier, die ist 38 Jahre alt. Hallo. Hallo, Stefanie. Domian? Ja, Domian. Ja, hallo. Ist das witzig? Ich musste gerade lachen über die Vorgängerin hier, die so viele Leute gegrüßt hat. Ja, die Jenny. Stefanie. Domian, ich wollte im Grunde nur sagen, und das ist ganz harmlos, und ich brauche auch keinen Therapeuten, ich wollte nur sagen, dass ich finde, so wie die Männer küssen, so sind sie auch im Bett. Interessante These. Interessante These. Lass uns gemeinsam. Das ist ein Erfahrungswert. Ja, ich lass es gerade so Revue passieren. Tu das mal. Ja. Yeah. Ja, kann was dran sein. Also bei mir ist das, wie gesagt, das ist vielleicht eine blöde Theorie, aber das ist letzten Endes nur ein Erfahrungswert und ein Resümee, sage ich mal letztendlich. Das heißt, du hast noch nie einen Typ getroffen, der wie eine Granate geküsst hat, aber dann hinterher langweilig im Bett war und umgekehrt auch noch nicht. Nee. Also wenn eine Granate beim Küssen ist, dann warst du schon froh und hast gedacht, wow, das gibt eine gute Nacht. Ja, irgendwie schon. Echt? Und ich sag mal so, ich bin dabei auch nicht irgendwie, ich habe dabei nicht falsch gelegen. Ja. Ist Tatsache. Ich will gerade umgekehrt, ob das auch so ist, bei Frauen. Das weiß ich nicht. Mhm. Also ich bin hoffnungslos hetero, da kann ich irgendwie nichts zu sagen. Ich glaube, dass diese These für beide Geschlechter stimmt oder zumindest eine interessante Richtung ist, das zu denken. Ein Kussmuffel oder eine Kussmuffelin ist... Sollte man vielleicht dann auch eher einen größeren Abstand ums Bett machen? Nicht unbedingt, ja. Also ich denke, jemand, der sowieso so kategorisch nicht gerne küsst, mit dem ist eh was nicht richtig in Ordnung. Ja, vielleicht. Was heißt denn für dich gutes Küssen? Was heißt denn für dich gutes Küssen? Ja, die Frage ist berechtigt. So. Also ich habe eben noch mal überlegt, während ich hier in der Leitung gewartet habe. Ja. Ich glaube, es gibt so Männer, wenn ich die küsse, die schütten mir dann einen halben Liter Speichel in die Kehle. Und da sage ich nur nein, vielen Dank. Ja. Das also, will ich nicht. Man darf nicht zu viel speicheln bei dir. Habe ich jetzt schon gelernt. Als Beispiel, ich denke, die Geschlechter sind verschieden. Ja, aber beschreib noch ein bisschen mehr, was dich antörnt beim Küssen. Also was ich mag, wenn mir zum Beispiel mal einen Kuss gibt und der am Anfang irgendwie nicht voll ist mit Speichel. Gut, also mit dem Speichel hast du es nicht so. Nein, klar. Das ist jetzt gut, okay. Soll er langsam und intensiv küssen oder magst du lieber die härtere und leidenschaftlich? Nein. Zart. Also ich würde mal sagen, mit Härte und so, das sind so Sachen, die ergeben sich von alleine. Ja, ja. Aber ich denke, gerade am Anfang, wenn es sich um den ersten Kuss handelt, dann kann ich unheimlich viel spüren, wenn mich jemand küsst, ob die Lippen... Aber weißt du, Stefanie, insofern hast du natürlich wirklich recht, weil das sagt natürlich sehr viel über die Zärtlichkeit und auch das Einfühlungsvermögen eines Menschen aus. Und über die Sinnlichkeit. Genau.
Ganz genau. Und was die Sinnlichkeit angeht, so kann ich mir natürlich schon vorstellen, was mich erwartet. Ja, klar. Ja. Wer das gut im Mund herüberbringt, kann das auch mit dem ganzen Körper. Bitte? Entschuldigung. Und der kann das dann auch mit dem ganzen Körper. Aber natürlich, weil ich irgendwie denke, dass die Lippen irgendwo, nicht nur die Augen sind ein Spiegel der Seele, das sind die Lippen natürlich genauso. Ja. Unsere Stefanie, was die uns jetzt noch erzählt hat. Und jetzt, Domian. Und jetzt werden ganz viele Leute zu Hause sitzen und alles Revue passieren lassen, mit wem sie schon geküsst haben, und werden sagen, ja, stimmt eigentlich. So werden die Leute jetzt zu Hause im Bett sitzen und sagen, ja, stimmt, sagen jetzt alle. Ja, Domian, und was ist mit deinen Erfahrungen? Ja, ich gebe dir ja recht. Was mir jetzt gerade so alles einfällt, so spontan, hast du recht. Jetzt muss ich aber Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Schön, dass du da warst. Ja. Tschüss, Stefanie. Schön, dass ich mit dir gesprochen habe. Tschüss. Danke, Domian. Tschüss. In der Technik Malte E-Mails und Martin Tux. Morgen 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.